SLS GmbH ist keine Werkstatt. Die gezeigten Arbeiten, die wir selbst an unseren Fahrzeugen vornehmen, sind lediglich Erfahrungsberichte und könnten Fehler beinhalten. Sie sind daher nicht als professionelle Anleitung zu verstehen. Aufträge können leider nicht entgegengenommen werden. Moin, ich bin Nils von SLS und das ist Hanno von SLS und das ist unser 450 SL von SLS. Und dieses Auto haben wir euch ja schon einmal vorgestellt bei der ersten Bestandsaufnahme und dabei haben wir festgestellt, dass die Tankanzeige unter anderem nicht so richtig funktioniert. Mal geht sie nicht, mal geht sie irgendwie. Und weil wir uns nicht wirklich trauen, das Cockpit zu ziehen, weil das Interieur einfach so wunderbar ist, fangen wir erstmal an und gucken uns den Tankgeber an. Vielleicht liegt es ja schon an dem. Um jetzt mal festzustellen, ob das Anzeigeinstrument tatsächlich geht, mache ich jetzt hier mal eine Brücke rein. Das heißt, ich habe hier einmal Masse und gehe mit Masse auf den Punkt G, also sprich den Geber. Und dann sollte vorne das Anzeigeinstrument einen vollen Ausschlag haben. Und das hat es auch. Der andere freie Pol, der jetzt hier an dem Stecker noch offen ist, das ist der Warngeber. Das heißt, dann müsste vorne die Warnleuchte angehen für Reserve. Das probieren wir jetzt auch nochmal. Und geht auch an. Also durch diesen einfachen Test, den kann jeder auch zu Hause machen, lässt sich zumindest feststellen, dass die elektrische Verbindung zum Instrument funktioniert. Wir haben gesehen, der Ausschlag zur Tankanzeige selber ist da und auch die Warnleuchte für Reserve geht auch. Der 79er Jahrgang, hat es ja eben gezeigt, kann uns die Funktion der Reserveleuchte nicht als Kontrollfunktion anzeigen. Aber ab September 82 gab es auf Zündstufe 2 schon das Aufleuchten der Kontrollleuchte. Die ging dann wieder aus, wenn das Auto in Betrieb genommen wurde. Das hier ist der ausgebaute Tankgeber jetzt, ein sogenannter Tauchrohrgeber. Bis in die Anfänge der 60er hat Mercedes noch diese Hebelarmgeber verwendet. Der Vorteil des Tauchrohrgebers ist, der hat von Natur aus eine Art Dämpfung. Das heißt, der Sprit, der hier unten reinläuft, kann das nur in einer geringen Geschwindigkeit tun. Hier oben ist dann der Überlauf. Und ebenso läuft er auch nur langsam wieder raus. Das heißt, die Tankanzeige ist von Natur aus ein bisschen bedämpft bei Kurvenfahrt und beim Schwappen des Sprits. An diesem sieht man eigentlich schon, was wir auch beim Video mit der Einspritzung gesehen haben. Es gab mal Korrosion im Tank, vielleicht sogar Wasser, wissen wir nicht genau. Der ist ein bisschen korrodiert. Der erste Test kann man immer machen, ist erstmal lauschen, ob der läuft. Also er läuft. Das ist der Schwimmer, der sich in diesem Rohr auf und ab bewegt. Als zweiten Test kann man so ein Tauchrohrgeber wirklich am Tank oder hier mit so einem Schauglas mal prüfen. Sprich, den Geber langsam absenken und schauen, wie sich der Widerstandsbeiwert des Pols G verändert. In der Werkstattliteratur von Daimler war man so nett und hat die Werte mal bekannt gegeben. Im Reservebereich, also wenn der Schwimmer ganz unten angekommen ist, sollen wir rund 70 Ohm Widerstand haben. Und im oberen Bereich, wenn der Schwimmer ganz aufgeschwommen ist, knapp über Null. Die beiden Werte müssen dann fließend ineinander übergehen. Und wenn man entweder einen Draht hat oder einen Kontaktabgreifer, der so ein bisschen korrodiert ist, kann es sein, dass das nicht fließend passiert, sondern stockernd. Wir schauen uns das bei unserem mal an. So. Genau, wir sind kurz vor Reserve und das zur Position. Und eigentlich sind wir schon ziemlich gut am Sollwert. Also kaputt. So richtig ist der nicht. Okay. Ich tauche den hier ein. Ja.
Verändert sich nur sehr langsam, aber es er hätte jetzt schon aufschwimmen müssen. Und die Öffnung ist auch sehr klein, ne? Ja. Was da drin ist. Also jetzt passiert was. Vor allem tropft was raus. Aber jetzt geht er auch 67, 66, 64. Ja, weiter fallend. Jetzt haben wir dieses Phänomen, was, ne, sag ich mal, 82 an, zwischendurch 83. Das ist dieses Sprungphänomen. Ja, genau. Und jetzt wieder 48, 47. Mhm. Also grundsätzlich zeigt er die Tendenz richtig an. Ich halte mal hier zu, ein bisschen voll und gehe ganz runter. So, weiter geht's. Ja, 40, 39, 38, 37. Jetzt springt er nicht mehr, aber in diesem Mittelbereich. Dann hole ich ihn wieder raus. Mhm. So auf halbe Strecke. Dann müsst ihr jetzt wieder auf die 50, 60 kommen. Ja. Erstmal passiert so gut wie gar nichts. Jetzt steigt er langsam wieder an. 34, 35. Sehr träge, ne? Mhm. 40. Und jetzt hat er genau wieder dieses Verhalten, jetzt eben war er bei 68 einfach so. Also irgendwo im Mittenbereich hängt er dann, ne? Also fließend geht das nicht richtig, ne? Nee. Ich hätte jetzt auch erwartet, dass da wieder eine Menge rausläuft. Kommt erst langsam. Vielleicht haben wir das mit zwei Effekten zu tun. Zum einen der Drahtabgriff, dass der vielleicht nicht sauber läuft. Zum anderen, dass der Schwimmer nicht wirklich frei schwimmt. Entweder, weil die Flüssigkeit sich nicht gut genug da einströmen und raus bewegt. Oder weil da eine Schwergängigkeit ist. So sieht so ein Tauchrohrgeber von innen aus. Hier ist der Schwimmer, das schwarze Teil. Der dicke Draht hier bildet nur die Masseverbindung bzw. den Sensor für die Warnleuchte. Die beiden dünnen Drähte, die man fast nicht sehen kann, bilden den eigentlichen Widerstandsdraht für das Anzeigeinstrument. Und ich versuche den gleich mal ganz vorsichtig zu tauchen, um zu schauen, ob jetzt die Widerstandsmessung besser ist als eben. 70, das ist schön dicht am Sollwert. Halbe Strecke, Mitte 30. Und maximal eingetaucht jetzt 15. Den Rest wird er auch noch schaffen. Man sieht beim Eintauchen und Rausziehen, dass der auf der Achse nicht immer ganz stuckerfrei läuft. Ne, so kann man das sehen. Er hat so einen kleinen Widerstand auf der Achse. So, das heißt, Widerstandsdraht in Ordnung, Abgreifer in Ordnung, Bewegung des Schwimmers nicht ganz in Ordnung. Ein Standschaden, ne? Ja. Würde ich denken. Und alter Sprit, also. Ja. Möglicherweise, also was hier alleine an Krümelkram aus dieser Grundplatte rausfällt. Das ist von der Konsistenz ähnlich wie das, was wir bei dem 380er Tank gesehen hatten. Das ist so ganz wie Kalk, so ganz fein gemahlen.
So, nach dem Zusammenbau, Nils war so nett und hat das super akribisch sauber gemacht. Machen wir nochmal einen letzten Test. Ob nicht dabei was kaputt gegangen ist? Ich hoffe nicht. Sehr gut, wir sind wieder bei 70. Das ist ja schon mal ein guter Anfang. Okay, wir sind bei 70,5. Die Testflüssigkeit hier ist übrigens Diesel aus Verlegenheit. Reinigungsbenzin würde auch gut gehen. So, und jetzt kommt der Effekt, dass der Schwimmer nicht hochgeht. Doch, jetzt bewegt sich was. 66, 65, jetzt geht's. 60. Na also. Jetzt sind wir wieder in dem Bereich, wo er eigentlich springen müsste. Hat er, glaube ich, auch eben. Ja, jetzt genau, stimmt. Das macht er 72, 75. Ja. Jetzt ist er wieder bei 49, wo er hingehört. Also der Effekt ist geblieben. Der Effekt ist geblieben, das Problem. So, hier sieht man etwa die Geschwindigkeit, mit der sich der befüllt oder entleert. Also die gute Nachricht dabei, wir haben es jetzt nicht schlimmer gemacht. Ja, klar. Ja. Weil wir eben ja schon gesehen haben, dass mit einem einfachen Multimeter gemessen ein Verdacht besteht, dass der Widerstandsdraht sprungartig reagiert bei unteren Füllständen, haben wir jetzt den Versuchsaufbau nochmal nachempfunden, so richtig wie im Auto, also ein Instrument genommen, ein altes, gebrauchtes. Das versorgt mit Klemme 15, also plus 12 Volt, das ist hier die rote Ader. Dann mit Masse, das ist hier die schwarze Ader, also direkt wie im Auto auf Zündung an. Und dann wie im Fahrzeugleitungssatz, Masse einmal verbunden mit dem Geber und das Gebersignal hier in Gelb abgegriffen und durchgeleitet zum Instrument. Wenn ich den Geber jetzt tauche, müsste eigentlich das Instrument kontinuierlich ansteigen auf den Füllstand 3/4 oder was wir hier in dem Glas haben. Den gleichen Wert habe ich als Spannungswert einmal abgegriffen zwischen Masse und der Geberleitung und hier auf dem Oszill, ganz einfaches Gerät, einfach mal dargestellt. Und da müssten wir jetzt eine kontinuierliche Abwärtskurve mit dem Auffüllen des Rohres sehen. Wenn wir Sprünge sehen, sagt das was über den Zustand von dem Draht. Los geht's. Da haben wir den Effekt gesehen. Das war der, den wir aus dem Auto kennen. Und das war eben auch zu sehen am Anzeigeinstrument. Das war genau der Füllstand, bei dem der Draht offensichtlich Übergangswiderstände hat. So, dieser Bereich sieht jetzt wieder gut aus. Wo sind wir in der Anzeige? Etwas überhalb. Ja. Das gleiche einmal rückwärts. Jetzt steigt der Graph wieder an und wir sehen gleich wieder an der Anzeige, dass sie so einen Sprungmoment hat, hier irgendwo bei einem Drittel oder einem Viertel Füllung. Da. Und das Instrument macht genau das gleiche. Ja, das war schon mal ganz aufschlussreich. Es hat uns zumindest gezeigt, dass nicht das Anzeigeinstrument das Problem ist, sondern der Tauchrohrgeber selbst. Was wir jetzt als Lösung nehmen, wissen wir auch noch nicht so genau. Wir werden natürlich jetzt erstmal zunächst das Altteil wieder einbauen. Wir wissen jetzt ja, ab wann die Anzeige ungenau wird, muss man eben voll tanken, dann hat man das nicht so. Aber leider ist auf dem Markt auch nichts wirklich verfügbar, was uns jetzt weiterhelfen könnte. Repro-Teile, die angeboten werden, haben nach unserer Erfahrung auch immer Ungenauigkeiten, gerade im Bereich, wenn es zur Reserve geht, da wo es eigentlich auch kritisch wird. Das möchte man auch nicht haben. Es gibt wohl auch Möglichkeiten, Betriebe, die die originalen Altteile wieder instand setzen können.
Das muss jeder für sich selber wissen. Bin ich auch überfragt, was das kostet. Aber das wäre auf jeden Fall eine Option. Oder sich eben auf dem Gebrauchtmarkt umzugucken. Nur dann weiß man natürlich auch nicht genau, ob das Problem, das man an seinem eigenen Auto hat, eventuell nicht bei dem Altteil auch hat. Von daher, was machen wir? Wieder einbauen. Wieder einbauen. Noch ein Wort zu diesen Tauchrohrgebern an sich im 107er. Es gibt Generationen, wie hier behandelt, mit diesem 6-Kant-Schlüsselweite 46. Der Tank muss immer dazu passen. Das heißt, wir haben auch Tanks der ersten Generation, die haben so oben so eine 5-Loch-Verschraubung. Klar, auch das muss wieder zum Tank passen. Wir haben also mit unserem eingebauten Tank gar keine Wahl. Wir müssen uns auf so einen Tauchrohrgeber einlassen mit dem 6-Kant oben. Es kann sogar so weit gehen, dass man nach Verfügbarkeit der Tauchrohrgeber sich den Tank aussucht. Wir haben ja schon mal ein Video gezeigt für den Tankwechsel. Und bei diesem Wagen 79 haben wir schon die späteste Generation. Wenn ihr also ein früheres Auto habt, schaut einmal im Verdeckkasten unter diese Abdeckkappe, dann weiß man sofort, was für einen Tankgeber man verbaut hat. Ja, ja, Hanno. Und Fazit? Das Fazit ist eigentlich, eine Fehlereinkreisung ist gar nicht so kompliziert. Ich bin froh, dass das Cockpit nicht raus musste. Ja, ich auch. Aber ich glaube, wir müssen erstmal mit dem alten Tauchrohrgeber leben und damit weiterfahren. Müssen wir uns mit arrangieren. Sobald Nachfertigungen, vielleicht ja sogar verbesserte Nachfertigungen, ich weiß es nicht, verfügbar sind, seht ihr das natürlich bei uns im Shop. Genau. Zur Not guckt euch auf dem Gebrauchtmarkt um, wenn so ein Problem da ist. Oder vielleicht hilft eine Reparatur. Wir leben jetzt erstmal damit und sagen an der Stelle tschüss und bis zum nächsten Video. Bis dann, tschüss.